On the Grid, heute in Graz unterwegs. Heute geht es um das Thema OpenStreetMaps. Das ist eine App oder auch eine Homepage, kann man auch sagen, die als Alternative zu Google Maps gilt oder auch zu anderen Produkten, die es auf dem Markt gibt. Neben mir ist der Stefan Kastberger. Du bist quasi stellvertretend heute für die Community in Graz da. Um was geht's bei dieser App? Was ist OpenStreetMap? Also prinzipiell das, was man normalerweise von der OpenStreetMap sieht, ist eben diese Darstellung im Web. Die OpenStreetMap wird als Wikipedia für geografische Informationen, also für geografische Daten, also für räumliche Informationen gesehen. Und das heißt, dass die Daten von der Community selber zusammengetragen werden. Also das sind Millionen an Leuten, die weltweit Daten sammeln und dann in die OpenStreetMap eintragen. Und das, was wir dann sehen im Browser, auf Apps und so weiter, das ist nur die visuelle Darstellung. Im Prinzip ist es eigentlich eine riesige Datenbank an Open Data, die dahinter allen zur Verfügung gestellt wird. Und wie stellt die sich aber dann zusammen? Also da steckt ja Community dahinter und wie kriegt sie die Informationen? Also im Prinzip genau so, die 99% der Daten, die da drin sind, sind von Bürgerinnen und Bürgern gesammelt. Also genauso wie es wir heute machen, wir gehen hier im Bezirk Gries herum und schauen uns die kulinarische Szene an, sprich wir schauen uns Restaurants an, gehen hin zu den Restaurants, schauen, ob der Name richtig eingetragen ist, die Adresse noch stimmt, tragen dann die Öffnungszeiten ein, welche Küche wird dort angeboten, also ist das jetzt eine Pizzeria oder ist das ein Sushi-Restaurant, und so wird heute mit 15 Leuten werden da Daten im Gries gesammelt, und so wurde das weltweit bisher gemacht und hat zu einer sehr, sehr großen Datenbasis mittlerweile geführt. Ja, das merkt man zum Beispiel. Ich habe vor kurzem eine unangenehme Erfahrung gemacht, weil ich war in Gradwein unterwegs, wollte auf einen Radweg und Google Maps hat mir gesagt, das ist ein Radweg. Und dann stand ich mitten in einem Hohlweg in einem Wald. Wie verhindert ihr das? Überprüft ihr das auch, dass solche Daten dann wirklich korrekt auch sind? Oder wie funktioniert die Legende? Also es gibt mehrere Wege, wie sozusagen Qualitätssicherung stattfindet. Was ganz wichtig ist, die OpenStreetMap hat keinen Anspruch auf hundertprozentige Vollständigkeit und Korrektheit, aber es ist mittlerweile so, dass die Datenlage in städtischen Gebieten, vor allem in Europa und den USA, besser ist als von allen anderen Kartenanbietern, weil durch den Community-Zugang sehr, sehr viele Leute kontinuierlich Daten verifizieren, testen sozusagen oder neue Daten eintragen, Straßenzüge zum Beispiel auf Bauarbeiten anpassen und neue Geschäfte, die aufmachen, einfach relativ einfach und schnell wieder eingetragen werden. Und dahingehend ist es besser als das Bestehende. Aber es hat jetzt auch die OpenStreetMap natürlich keine perfekten Datenlagen. Also dass man irgendwie wo ankommt und dann was falsch eingetragen ist, das passiert auch dort. Aber die OpenStreetMap hat eine sehr große Community, die sich darum kümmert, und es gibt auch Software-Tools, die regelmäßig schauen, ob das überhaupt funktioniert, also ob irgendwie eine Sackgasse irgendwo ist oder ob das überhaupt sein kann, dass auf einer Straße ein Haus steht zum Beispiel. Also das wird irgendwie von Computern auch geprüft, ob die Daten valide sind. Ich habe das jetzt heute zum Beispiel gesehen bei mir, was mich persönlich interessiert hat, was da jetzt der aktuelle Stand der Dinge ist. Und ich wohne draußen in Raba. So, jetzt schauen wir uns das kurz mal näher an. So, Wildon, das ist ein bisschen zu weit. Ich habe nämlich gesehen, dass da zwar viele Häuserblocks eingezeichnet sind, aber teilweise fehlen dann eben so kleine Seitenstraßen oder Wege. Was kann ich jetzt tun, damit ich das sozusagen eintragen kann? Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, wenn euch das interessiert, schaut einfach zu einer der Mapping-Partys hier in Graz. Also die finden regelmäßig statt. Ihr müsst einfach nur nach OpenStreetMap Graz suchen. Dann kommt ihr auf die Wiki-Seite von der Community und dort seht ihr auch die monatlichen Treffen, die es gibt. Zurzeit in Brot und Spiele trifft man sich einmal im Monat. Und so alle ein, zwei Monate gibt es dann auch eine Mapping-Party. Wenn man selber IT-affin ist,
dann kann man sich eigentlich auch über Tutorials im Internet das Ganze selber anschauen. Und es gibt eine sehr, sehr einfache und praktische Software, die heißt JOSM, also der Java OpenStreetMap Editor. Und da kann man dann direkt die Daten vor Ort sich anzeigen und bearbeiten und dann auch wieder hochladen. Okay, so. Also zur Erklärung, hier wäre ein kleiner Fußweg, das ist hinter meinem Haus. Das heißt, ich gehe einfach zu einer Community-Party und lasse mir erklären, wie ich das einzeichnen kann. Und dann wird hier sozusagen ein kleiner Strich eingezeichnet für einen Gehweg. Genau. Oder du suchst dir im Internet JOSM mit einem JOSM-Tutorial und dann hast du es wahrscheinlich auch in 10 Minuten eingetragen. Okay, das klingt ja zumindest praktisch. Wird es in Zukunft auch Satellitenbilder geben oder ist das noch eine Wunschvorstellung? Also die Daten, die da eingetragen sind, sind Punkte und keine Rasterbilder, was sozusagen die grundsätzliche Unterscheidung ist. Ich bin jetzt auch in der OpenStreetMap-Community nicht so tief drin. Das ist jetzt heute in Zusammenarbeit mit OpenStreetMap Graz. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob da was Konkretes geplant ist. Aber es ist so, dass die Daten von Bing, also von diesem Microsoft-Kartenservice, verwendet werden können, um die Information abzubauen sozusagen. Also als Basislayer ist dann eine Bing-Karte und dann kann man schauen, okay, das Haus fehlt. Also du könntest zum Beispiel an den JOSM hingehen, den Kartenlayer von Bing anzeigen und schauen, ah, da ist der Weg, dann zeichnest du deinen Weg dazu ein und dann sagst du speichern und hochladen und dann hast du es eingetragen. Okay, das klingt ja gut. Und was ich auch gesehen habe, jetzt packe ich das noch raus, das ist so ein Silikonhalter für Smartphones auf Fahrrädern. Ich kenne die Firma. Ihr arbeitet auch mit Firmen zusammen oder ist das sozusagen jetzt heute eher Zufall? Ja, ich glaube, so in der Community gibt es prinzipiell schon immer wieder Austausch, weil auf der einen Seite brauchen Unternehmen das Know-how von Leuten, die mit OpenStreetMap schon lange zu tun haben. Und auf der anderen Seite profitiert natürlich auch OpenStreetMap von Unternehmen, die Daten sammeln, die Services anbieten, die auch die Daten dann nutzen und den konkreten Nutzen von Open Data sichtbar machen. Also wie zum Beispiel eben Fahrrad, Routing, Karten für den öffentlichen Verkehr und so weiter. Also da gibt es einen stetigen Austausch und das ist sicher eines der erfolgreichsten Startups in dem Bereich, die es in Österreich gibt. Okay. Das war's dann von uns. Danke fürs Gespräch und wir hören uns demnächst. In dem Sinn auch frohe Ostern und viel Glück. Und der April wird sehr spannend, weil es ist die Button, es sind die Linux-Tage und das Barcamp. Also der IT-Bereich und generell die IT-Community wird in Graz jetzt wieder ein bisschen mehr gefordert sein. Genau, da trifft man sich dann wieder. Richtig. Ja, vielen Dank. Vielen Dank und bis demnächst.